Dann schauen wir hier mal in die Hütte, was wir hier machen müssen. Öffnen. Ihr seid also die Frau. Na. Jetzt sag nicht, ich hab den. Ja, der ist nicht gebackt. Wie kann ich euch helfen? Was wisst ihr über den Drachen? Er ist vor einem Monat hier aufgetaucht. Als die Wachen versuchten, ihn zu vertreiben, hat er einer von ihnen den Kopf abgerissen und ist weggeflogen. Der arme Hamlet. Aber zumindest ging es schnell. Seitdem hat der Drache 3 Pferde, 5 Ziegen und 2 Katzen gefressen. Es gibt hier eine Wyvern, die euch Schwierigkeiten bereitet? Ja, früher hat sie immer nur in den Bergen gejagt. Die einzigen, die sie belästigt hat, waren die Banditen. Die haben wir doch gemacht. In letzter Zeit kommt sie allerdings auch immer häufiger hier herunter. Sie hat Golds kleinen Jungen beinahe zum Krüppel gemacht. Am besten wäre es, wenn jemand sie tötet. Und dann hätte ich gerne ihre Leber. Man kann daraus das beste Rattengift herstellen, das ich kenne. Ich habe die Wyvern oben in der Höhle getötet. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihren Kadaver haben. Und ob ich das will? Hier, für eure Mühen. Ich hoffe, ihr habt Verwendung dafür. Gut. Haben wir die Quest quasi schon vorher erledigt, bevor wir den Auftrag dazu hatten. Aber immerhin funktioniert es und wir haben einen Plan dafür erhalten. Muss man ja auch mal im Spiel loben. Wäre es jetzt dumm gescriptet gewesen, hätte man die Quest nicht machen können oder so. Oder nochmal das Vieh töten müssen. Also das haben sie schon gut gelöst. Und jetzt habe ich hier Angst. Wahrscheinlich kommen jetzt, weil ich mich gerade drüber lustig gemacht habe, wieder so ein Stern-Moped-Bild mit 500... Nein. Also entweder ist das hier der Startpunkt oder der Endpunkt. Weil man von hier nach hier ja nur einmal hinkommt. Also das heißt, es muss Start oder Endpunkt sein. Also der, genau der Punkt, wo ich jetzt drauf bin. Fangen wir einfach mal hier an. Gehen rüber. Gehen einmal rum, gehen rüber, gehen rum, gehen rüber, gehen rum. Ja, es funktioniert. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Dahin, 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 dahin. Hierhin, hierhin, hierhin und dorthin. Und zurück nach dort. Auf diesen Punkt kommen wir, indem wir dahin gehen. Dann müssen wir zu dem zurück, um auf dem zurückzukommen und hierhin zurück. Und besagter erster Punkt ist der absolute Endpunkt. Und damit haben wir einen Doppelschildträgermann, der mit 2 Schilden so steht. Keine Ahnung. Sternbild Silentia. Was allerdings eine Fehlkonstruktion ist. Ich meine, normalerweise sollten die sich ja, wenn sie die Funktion haben, verbinden. Das Ding geht in den Felsen, was ein wenig sinnlos ist. Naja, gut. Da haben die Architekten mal wieder nicht nachgedacht. Jetzt ist die Frage, ach, da unten ist noch ein Riss. Wir könnten... Ja, komm, wir gehen einfach mal hier so in die... ins schwarze Nichts. Und gucken da mal. Ha! Hallöchen, Drache! Da sitzt er. Ja, das kann heiter werden. Das kann heiter werden. Heiter bis wolkig. Mit tieffliegenden Drachen. Ach, und wir haben Level Up komplett jetzt auf alle. Wunderbar. Das machen wir dann jetzt als erstes, bevor wir jetzt weiter wubbeln. Charakterbogen. Fangen wir wieder bei Slessana an.
Und ich stelle jetzt schon mal die Frage, wie heißt der Skill vom Krieger, den mir, glaube ich, Eigel empfohlen hat, der dieses Metallschild von Mobs wegmacht? Eigel, schreib's nochmal bitte rein, wie dieser Skill heißt. Ich muss mal gucken, ob ich den jetzt habe. Und wenn nicht, muss ich mir den holen. Hier weiß ich gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube auf Feuer. Zusätzliche Branddauer, zusätzliche Angstdauer, verkürzte Regenerationszeit. Dein Zauber brennt jegliche Magie in der Umgebung aus und deine magische Wirkung verlangsamt. Was? Die dann. Aha, Willenskraft. Willenskraft. Ich nehme dann lieber Pyromant. So. Bei Sera habe ich zuletzt hier ein bisschen in den Giftbaum investiert. Aber wir gehen jetzt mit Sera in den Ultibaum. Und da haben wir die Möglichkeit zwischen Feuerfiole. Sobald die Feuerfiole aktiviert, deine Fähigkeiten keine Regenerationszeit. Aktivierst du verhöhnt. Was? Verhöhnst du gleichzeitig alle Gegner in da, damit sie dich angreifen? Nein, dann gehen wir auf Feuer. Deine Fähigkeiten kosten kurzzeitig keine Ausdauer und Gegner, die dich angreifen, werden zurückgeworfen. Du kannst diese Fähigkeit nicht einsetzen, solange noch ein anderes Elixier aktiv ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich nehme es jetzt einfach mal. Das werden wir dann rausfinden. So, dann haben wir Sera geskillt. Blackwall. Blackwall war ich auch im Ultibaum unterwegs. Ultibaum, Champion. Genau. Da war ich hier und habe unten Felsenfest mitgenommen. Bis zum Tod. Da weiß ich nicht, ob ich die haben möchte. Eventuell skillen wir Widerstand. Chance auf Betäuben mit Gegenangriff. Oder der Dauer der Unverwundbarkeit, Gesundheitsgrenzwert, Regenerationszeit, unbeugsam. Wir nehmen erstmal die Chance auf Betäuben mit. Und ich habe nicht gefragt, wie der Scheiße. Ah. Ja. Der Hessler hat gepennt. Schildschlag war es. Ja, danke, Eigel. Aber ich habe Schild, gelbes Symbol. Ne, das müsste dann hier drin sein. Ne, da nicht. Vergeltungsschlag, Schildwall, Schildschlag. Bonusschaden gegen Block 800%. Doch, habe ich aber. Ja, habe ich. Also, gut. Habe ich zwar gefailt, weil ich vorher nicht geguckt habe, ob ich es habe, aber das Ding habe ich. Wunderbar. Also war es jetzt nicht so ein großer Fail. Dann fehlt als letztes noch die gute Vivi. Da waren wir auch im Uldi-Baum, wo ich als letztes dieses Beleben geskillt habe, dieses Heilen-Ding. Jetzt ist die Frage, was habe ich hier geskillt? Mana, Barriere. 30% des verursachten Schaden. Das klingt nicht falsch. Nehmen wir mit. So, Rumsasa. Und wir speichern zur Abwechslung hier auch nochmal einmal zwischen. Nicht, dass das Spiel irgendwann mit abstürzt oder so. Zitat Robson. So, ich bin jetzt voll und ganz beim Stream. So, ich bin mal kurz AFK, BRB. Sorry, Robson. Alter. So. Ah, oh, hier kann ich sogar noch was plündern. So, gucken wir uns doch mal die Fiole an. Aha. Und die kann ich jetzt einfach so benutzen, oder wie? Scheint. Hält jetzt aber nicht sehr lange. Also eigentlich eher kurz. Aber wenn ich dann noch drin habe, dass die keine Ausdauer kosten und keine Regenerationszeit haben, die Fähigkeiten, kann ich die 5 Sekunden fünfmal meinen Super Burst nutzen. Ich glaube, das ist interessant.
Ich weiß jetzt genau nicht, welchen Perk du meinst. Achso, ich glaube, du meinst hier die Vivienne. Ja klar, ich meine, wenn sie halt Schaden macht und sich damit immer die Rüstung hochbufft, ist schon ziemlich, ziemlich... Klingt gut. Wenn du jetzt sagst, es ist gut, dann hat sich da meine Idee wahrscheinlich bewahrheitet. Wie gesagt, es klang jetzt halt eben nur gut. Schaden machen, dadurch ein Schild kriegen, ist immer super. Warum nicht? Nehmen wir mit. Nicht, ach, jetzt haben sie schon wieder auf Klompi geschossen. Wie dumm seid ihr, bitte, Mann. Ach, immer aufs Klompi, Mann. Armer Klompi. Naja, dann ist Klompi leider tot. Ach so. Du saßt doch vorhin noch da hinten auf dem Turm. Was, warum bist du jetzt hier? Bei mir. Boss Time in Dragon Age, liebe Freunde. Wir ziehen vielleicht gegen Captain Rumpelklaus in die Schlacht. Ein Trank habe ich weniger. Ja, wir haben hier eine relativ freie Fläche, so wie es aussieht. Ich würde gern wissen, welches Level hast du, Hasi? Mausi, Schatzi. Sag doch mal dein Level. Bleib cool. Ja, also... Anfällig für Geistschaden. Immunität... Alle außer Gefecht sitzenden Effekte. Immunität von Langsamung. Scharfsichtig. Hohe Elektrizitätsresistenz. Also wir können Feuer drauf knettern. Wir haben Geistschaden. Wir können Frost draufhauen. Wir können Gift draufhauen. Okay, das klingt jetzt nach machbar. Sagte er und starb, weil das Ding wahrscheinlich einen Nukula-Atomschlag hat. Ja, Attacke. Er hat uns gesehen. Ja, drauf. Wo? Was? Warum? Was? Was? Komm runter. Hallöchen, Popöchen. Bin ich jetzt schon hier am Blitzen? Aua, aua, aua. Aua, ich habe irgendwie so eine Blitzaura. Nicht schön. Warum? Und wir starten in den Bosskampf. Ja, ja, mach. Ah, geh weg. Ah, Löchen, Schwanzfeger. Ja, ich möchte hier bitte ran. Dankeschön. Ja, und dann würde ich gleich mal sagen, würde ich als nächsten Schritt sagen, würde ich, wenn ich stehen würde, ein Regio-Trank nehmen. Dann, oh, möchte ich dahinter? Möchte ich dahinter? Hier die Fiole und jetzt die Beben. Weiß ich jetzt nicht, wegen dem Cooler ist es jetzt nicht so super effektiv. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade selbst wegbrutzel. Das erschrecke ich noch nicht so ganz, weil ich hier gerade diesen... Das ist auf einem gecastet, ne? Die Kreise gehen von mir aus. Ich treffe hier nicht. Warum nicht? Alter! Weg! Ach so, jetzt flippert er hier rum. Wir flippern, flippern, flippern im Sauseschritt und bringen den Blitzschaden mit auf Drachis Himmelritt. Und wir pieksen auf das Bein ein.
Das Damage. Das Damage. Das ist real. Auseinander, auseinander. Oh, hier ist der Busch. Geh weg, du Busch. Alter, ich werde immer gestunt. Ach, wir dürfen uns nicht irgendwie berühren. Weil sonst gibt es irgendwie so eine Rückkopplung. Verstehe ich. Dann mal bitte hier Gift auf die Klinge. Und hinporten. Naja, komm, bleiben wir jetzt hier am Vorderbein. Oder nehmen wir jetzt doch wieder das Hinterbein. Weil wegen... Au. Weil wegen Au. Natürlich, weil warum auch nicht. Ja, aber bis jetzt läuft's gut. Bis jetzt läuft's gut. Klar, er ist auch deutlich unter Level. Und weiter geht die wilde Fahrt hier. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Au, geh weg. Ich möchte nicht, bitte. Moment, ich könnte mich auch mal tarnen. So, wunderbar. Und von hinten aus der Tarnung. Ist das Ding hier wieder ready? Ja, ist es. Das heißt, ich könnte... Gas geben. Und hier mal den Bauch aufschlitzen und Gift auf die Klingen. Und weiter geht's. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben noch genug Tränke. Wenn er jetzt nicht irgendeine Ulti hat. Ah, bitte. Ich sag's auch noch. Ich sag's auch noch. Ja, komm, wir nehmen einen Trank zur Sicherheit. Weil er mich doch gerade mit dem Fußfeger erwischt hat. Da möchte ich bitte weg. Au, jetzt werde ich wieder von meinen eigenen Moped-Männern gestunt. Weil er wieder hier diese komische Giftkäfig gemacht hat. Blitzkäfig. Mmh. Der war relativ einfach. Schade eigentlich. Das war fantastisch. Ja, genau so meinte ich das Eigel. Das konnte ich nur im Eifer des Kampfes nicht sagen. Also sprich, wenn sich halt zwei Blitzkäfige berühren, dann gibt's halt Rückkopplung und Stun. Und wir haben hier einen kleinen hübschen Drachenkopf. Und wir gucken mal rein. Oh, das sieht jetzt schon mal nicht falsch aus. Der letzte Bonus ist geil. Im Sterben 5% Chance, dass die Hälfte der Gesundheit wiederhergestellt wird. Also quasi ein... Ja, Last Hit, Last Chance. Gürtel des Schutzes. Blockenmaximum. Okay. Haube der Inquisition. Amulett der Macht. Ausgezeichnete Heilung bei Tod. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ach ja, weil der Chat wieder oben ist. Verdammt, sorry Freunde, sagt doch was. Ja, deswegen hatte ich den Chat immer ein bisschen weiter unten. Ungefähr so auf dieser Höhe, dass ihr das sehen könnt. Weil da oben die Boss-Leisten sind, beziehungsweise die HP-Leisten von Gegnern, wenn ich die dann locke. Das hatte ich für Demon's Souls am Wochenende wieder zurückgeschoben. Und ja, sorry. Die sind eigentlich auch großartig, wobei das war jetzt der dritte und der war am leichtesten, weil wir jetzt schon über Level waren. Bei den anderen waren wir immer ein, zwei Level drunter. Die waren dementsprechend spannender. Das war jetzt, wie man das aus WoW so schön sagt, eigentlich fast nur Tank and Spank. Das heißt, wir mussten nicht großartig die Heilung planen, die Regenerationstränke einwerfen. Ich habe jetzt, glaube ich, nur einen benutzt. Ja gut, und ein paar Tränke haben wir durchgeblasen, aber... Black Fox, sei gegrüßt. Morgen Destiny, 19 Uhr. Sage ja oder sage nein. Ja. Weil dann fehlt nur noch einer, wenn du sagst ja. Was haben wir denn hier noch? So. Ist das da hinten? Ach, da ist noch ein Riss. Nehmen wir erstmal hier das Ding ein. Was? Fereldische Weibernstatue?
Das ist doch keine Wyvern oder auch Weibern, das ist ein Löwe. Naja, gut, ein Löwe mit dem Horn ist auch unüblich, aber... Naja. Wie gesagt, Eigel, da werden wir noch hinkommen. Und wenn ich es halt nicht schaffe, rechtzeitig im Level da zu sein, dann ist es halt so. Wie gesagt, ich möchte mich da jetzt auch nicht spoilern, welche Reihenfolge der Gebiete am besten sind. Wie gesagt, das könnt ihr, wenn ihr es dann nochmal spielen wollt, halt machen. Wie gesagt, ich möchte das halt in dem Sinne blind spielen, in welches Gebiet ich hier stolper, einfach nach Gefühl. Wie gesagt, klar, wirst du halt die Routen optimieren können und pipapo, aber nee, nicht im ersten Durchgang. Nicht, wenn ich blind spielen will. Wie gesagt, wäre halt schade, wenn man das Gebiet halt alles oder alle Drachen halt outleveln könnte. Ich hoffe einfach, wenn das... Ich mag halt dieses Konzept des Outlevels oder Überlevels halt nicht. Wie gesagt, da wäre ich halt glücklich, wenn es sowas wie ein Level Cap gibt. Ich sag jetzt einfach mal Stufe 20 und du dann nicht mehr von den Werten halt groß ansteigen kannst. Und die maximalen Gegner sind dann irgendwie 20, 25. Das wäre ein cooles Konzept. Ja, links oben seht ihr jetzt Riss ins Nichts. Da war auch die Boss-HP gerade von dem Drachen. Ja, muss gleich ja natürlich wieder auf den Herold wechseln. Ich glaube, ich mache das jetzt mal. Oh, schon wieder Blitze hier. Da hinten ist schon wieder so ein Blitzemann. Ja, ja, ich weiß, dass ich niedrige Gesundheit habe. Das ist nämlich der Typ da hinten. Könntet ihr den mal bitte hier den da wegmachen? Wäre euch sehr verbunden. Hallo! Alter, warum hilft mir keiner? Oh, jetzt bufft er sich wieder Barriere. Ist ja unvorstellbar. Nee, immer noch nicht. Irgendwo ist hier noch was. Wo? 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 Ah, ja, hier. Aber jetzt ist Boots. Boots. Ja, samstags ist bei mir halt schlecht, außer vielleicht an Samstag nachts. Aber ihr sagt, samstags 19 Uhr geht bei mir halt gar nicht, da ist Frauchenzeit. Gut, wir schauen mal, ob wir halt was zusammenkriegen. Wenn nicht, fällt es halt eben aus. Wir gucken halt mal morgen 19 Uhr, ob wir zwei Leute finden. Wenn einer zuschaut, der es gerade hört, Destiny und um die Level 30 ist, ein funktionierendes Headset hat, womit man gehört werden kann und am besten auch noch sprechen kann, dann wäre das von Vorteil. Und dann könnte man sich den neuen, natürlich auch die Dark Below, das Expansion Pack und PlayStation 4. Jetzt glaube ich, habe ich alle Infos so nacheinander rausgepresst. Dann könnten wir morgen um 16 Uhr halt den neuen Destiny Raid mal anschauen. Erste Mal, also wie gesagt, da haben wir auch noch keine großen Erfahrungen drin. Da stand es gerade. Achso, ja, 16. Eigel hat da, ich wüsste es nicht, ich müsste nachgucken, aber wenn Eigel das weiß, ist wunderbar. Umso besser, 16. Ja, mag sein, dass ich 16 bin. Ich achte da nie drauf. Ich achte doch da nicht drauf.
Oh, hier gibt es ja 1000 Blumen. Mal ein paar Tränke haben wir noch. Na komm, ich nehme nochmal einen. Wobei. Wir stehen jetzt alle dicht zusammen, ne? Ich habe mit ihr diesen Heilspell. Ich probiere den mal aus. Okay. Okay. Das ist halt der Fokus-Spell von Vivienne. Und der heilt irgendwie. Ist anscheinend der einzige Heilspell dann wohl hier im Spiel. Und kostet halt eben dieses Fokuszeug. Aber scheint zu funktionieren. Das ist ja gut zu wissen. Und wie gesagt, die Fokusfähigkeiten werden halt von den Computern gesteuerten nicht benutzt. Die muss ich immer manuell zünden. Sowohl von Slessana als auch von Vivienne. Und die anderen beiden haben es noch nicht. Die haben noch keine Fokusfähigkeiten. Die habe ich dann noch nicht freigeschaltet. So, Höhle. Na dann, gehen wir doch mal hier so rennen, würde ich sagen. Nacht Incredible. Naja, pauschal war ja mittwochs gesagt, nur letzte Woche konnte ich halt nicht, weil ich da halt eben auch noch, weil ich also besser gesagt, ich hätte ein wenig Zeit gehabt, aber mir war klar, dass ich vorher noch irgendwas machen muss und das hätte ich vorher nicht geschafft. Also quasi das, was wir Mittwochnacht gemacht haben, das hätte ich nicht bis 19 Uhr am Mittwoch geschafft. Und deswegen habe ich halt im Vorfeld schon abgesagt, weil ich wusste, dass ich halt vorher nicht spielen kann. Ruhe im Puff hier.